Michi, wie geht's da? Ja, gut, gut. Fierst du mit, Hände sind eingeschmiert. Sonnencreme werden wir heute brauchen. Gehen wir weiter? Ja, passt, gehen wir weiter. Heutiger Jausenplatz. Affen schön. Pauli, da vorne ist zum ersten Mal Bregenz angeschrieben. Wir sind nicht mehr weit. Genau, was bedeutet diese Information persönlich für dich? Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Sehr gut, weiter gehen. Jawohl. Guten Morgen, Männer! Guten Morgen, Gunnery Sergeant. Wie war dein Problem? Wir stehen vor einem Salatfeld. Wie können wir dieses erobern? Relativ einfach durch die Taktik des Tarnen und Täuschens. Wir müssen uns nämlich selber täuschen. Und zwar sind wir kein Feldwebel, sondern Feldhasen. 1, 2, 3, hoppeln! Herr Gunnery Sergeant, ja, das ist ein Radieschenfeld. Na, da haben wir den Salat. Mich, jetzt haben wir noch 15 Kilometer. Was sagst du dazu? Boah! Aus unserer beliebten Reihe Wortspiele mit Ortsnamen. Wir haben gerade einen Anruf bekommen aus unserem Quartier in Delfs und die haben gesagt, es war gut, wenn man dann bald. So, lieber Max, ein Tannenzapfen in die eine Hand, einer in die Hand, und pass auf, ein Tannenzapfen in die Hand, der andere Tannenzapfen in die Tasche. Wie viel sind in der Hand? Wir fangen nochmal von vorne an. Ein Tannenzapfen in die eine Hand, der andere Tannenzapfen in die Tasche. Wie viel sind in der Hand? Wir fangen vielleicht nochmal von vorne an. Ein Tannenzapfen in die eine Hand, einer in die andere Hand. Wie viele? Max, es ist gar nicht so leicht, wie es ausschaut. Ein Tannenzapfen in die Hand, der andere in die Tasche. Wie viel sind in der Hand? Jetzt ist fertig. Ist es schon zu viel? Wir werden es bleiben lassen. Liebe Grüße. Bau live! Der Rubrik Musikgeschichte, die wahre Story hinter den Beatles. Also wir befinden uns auf dem Fußsprung der Beatles. Wenn ihr hier schaut, hier haben sie ein ganzes Feld für die Eva angelegt. Das waren die Strawberry Fields vor Eva. Du, Michi, die letzten Kilometer, du hast jetzt die letzten 5 Tage nicht geflucht. Mir kommt einfach vor, dir geht's sehr entspannt. Das ist wahnsinnig toll, mit den Fußsohlen in das Asphalt zu streicheln. In meiner inneren Ruhe anzukommen. Entschuldigung, schöne F***te Kamera endlich aus! Wut ist oft nur ein Zeichen von Erschöpfung. Das ist die nächste depperte Weisheit! Was sind wir? Wir sind jetzt noch nicht in Telfs, aber gleich. Nächster Halt, Bahnhof Telfs. Bitte einchecken im Hotel Munde. Umsteigen zu den Linien Bett 1, Bett 2 und Bett 3. Jetzt soll ich lachen, gell? Ja.